Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 2. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen gelevelt, wie immer eigentlich. Sind jetzt im Moment Level 12 und ich habe immer noch vor, die Karte zu erkunden, bevor wir hier mit unserer Hauptquest weitermachen. Und wir haben hier sind wir noch, hier standen wir in der letzten Folge beim Aussichtspunkt und ich bin jetzt einmal bloß runtergesprungen. Und es ist eigentlich nichts passiert. Außer, dass ich eben runtergefallen bin. Also runtergesprungen natürlich. Ach Mensch. So. Und dann habe ich mal geschaut, muss ich jetzt auch zugeben. Habe ich mal fix geschaut, wie es eigentlich hier aussieht. Ne? Ich habe ja letzte Folge gesagt, gehen wir erst hier hin. Aber hier ist das Herzchen Level 14. Also, ich würde sagen, nee. Das packen wir auf keinen Fall. Muss ich einfach leider zugeben. Es wird nichts. Hä? Lässt sie sich das gefallen? Das ist ja cool. Oder rennst du jetzt zur Mama? Du bleibst hier. Du rennst nicht zur Mama. Nein, nicht zur Mama rennen. Aber auch nicht zu mir. Bleib da schön stehen. Schön stehen bleiben, habe ich gesagt. Schön stehen bleiben. Ne, so ist fein. Ja, geht doch. So. Also die zwei kriegen wir auf jeden Fall noch voll. Und entweder wir machen noch vier Events oder wir beleben einfach noch acht Leute wieder. Mal sehen, was uns zuerst da unter die Augen kommt. Ah, das ist schon wieder so ein Spinnenjunges, was hier sich nicht wehrt und nichts macht, richtig? Seht ihr, so kriegt man nämlich auch die täglichen Tötungen fertig. La 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 la. Ich wollte nämlich eigentlich bloß an die Kupfererzadern hier. So, die stehen nämlich gerade schön in Reih und Glied. Aber dachte ich mir, nimmst du sie mal schnell mit. Was ist denn das für eine Wegmarke? Dort? Ja, wir können eigentlich mal hier so fix. Und dann gehen wir wieder hier hin. Einfach das, was wir haben. Falls irgendwas passiert, dass wir uns porten können. Und du zeigst mir nicht, welches Level du brauchst. Ach, hör doch auf, schon wieder gleich rumzuspucken hier, weißt du. Das kann's doch nicht sein. Jedes Mal will der mich vergiften. Was geht hier ab, echt? Au. Mit deinem blöden Gifthorn. Echt. Du bist gleich Geschichte, Kumpel. Oder ich, je nachdem. Ja, ich nicht. Ich nicht. Das Stromnetz ist voll einsatzbereit. Ah! Geh weg. Neues Event in der Nähe. Ich laufe da jetzt einfach mal durch. Das ist mir hier gerade so doof. Oh, ich So. kann es kaum erwarten, diesen Ort zu erkunden. Ja. So, hier mal. Wo ist denn aber das neue Event, was du mir zeigen wolltest hier? Hä? Oder geht das hier noch weiter rein? Zeig mal fix. Jakob, Nee. Aua! ihr werdet sterben und ein törichter Leichnam sein. Genau. Jetzt habe ich es dir aber gegeben. Voll aggressiv. Oh, ich werde auch gleich sterben, echt. Die sind auch schon Level 12. Mann. Geh einfach mal weg. Jetzt sollte ich echt aufpassen langsam, was ich hier eigentlich mache. Ja, das dachte ich mir. So, sehr schön. Bin wieder mal gestorben. Wenn irgendeiner Kacker. Ich renne jetzt ganz vorsichtig vor. Oh nein, er hat mich schon wieder entdeckt. Oh Leute. Echt, hört doch mal auf damit. Das ist nicht nett. Das ist überhaupt nicht nett. Oh, toll, verfolgt mich halt. Oh.
hast mich beim Hacken gestört. Aua. Schnell wegrennen. Hehe. Hey, du kriegst mich niemals. Oh, doch. Oh, Menno. Dann rette ich mich. Was war das denn gerade? Habt ihr das gerade gesehen? Ach, da. Oh, ich habe gedacht, das war irgendein Mob gerade. Der. Kuckuck. Runter. Kuckuck. Runter. Stehen die da an? Muss man da anstehen? Hallo? Hallo, Fertigkeitspunkt. Scheint unten zu sein. Da gehe ich doch mal. Gehe ich aber jetzt hier nach unten. Das ist jetzt hier die Frage. Nee, warte. Doch, nee. Hä? Kann ich da nicht einfach runterspringen? Na klar, kann ich da einfach runterspringen. Hä? Und wie komme ich dann wieder rauf? Veteran? Nee, oder? Unverwundet uns die Nebel. Wo ist denn... Das ist bloß ein Punkt, mit dem ich kommunizieren muss. Das heißt... ich will mich echt nicht mit dem anlegen, weil... Und so... Ich gehe erstmal hier in die Ecke. Da tut er mir ja nichts, hoffentlich. Schnell, 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 bevor es mitkriegt. Bevor es mitkriegt. Ja. Huhu. Ich bin da mal weg. Tschüss. Au. Renn mir doch nicht hinterher. Such dir doch mal jemand anderes zum Spielen. Also echt. So. Das sind immer so Sachen, die Kati einfach so regelt. Ne? Einfach hinterher hin, so schleichen, weißt, und dann hoffen, dass man nicht gesehen wurde und dann ganz schnell wegrennen. Das sind wirklich, ja, schrecklich, traurig eigentlich. Oh, ich wollte die ganze Zeit schon nach da gehen. Aber irgendwie mache ich es nie. Aber warum? Jo, da haben wir einen Landübergang zu Gohms Labor. Ach ja. Und wir gehen da einfach mal fix gucken, damit wir schon mal im Caledonwald sind und eine Wegmarke dort haben. Ich gehe sofort wieder zurück, aber ich mache das immer, wenn ich irgendeinen Kartenübergang sehe, weil das... Ja, damit ich einfach da schon eine Wegmarke habe und weiß, wo muss ich jetzt anfangen, wie und was und wo. So, ja, die haben wir schon mal. Und dann gehen wir auch schon wieder. Denn der Caledonwald erstreckt sich nämlich ziemlich weit nach unten bis hier so hin. Und das ist ganz schön viel Arbeit, sage ich jetzt mal. Und genau, deswegen gehen wir jetzt einfach wieder zurück. In erstmal unser Startgebiet. Der Caledonwald ist nämlich der Startgebiet. Ja, der Gerät. Das Startgebiet der Silvari. Ist auch ganz schön, muss ich sagen. Besser als diese Provinz Metrika auf jeden Fall. Ja. Oh, ich kann es kaum erwarten, diesen Ort zu erkunden. Okay, die sind hier alle Level 13. Aber es macht nichts. Ich will ja bloß Fertigkeitspunkt und Aussichtspunkt haben. Mehr will ich gar nicht. Hallo? Aussichtspunkt. Genau, rennt dem mal hinterher. Hehe. Nicht mir. Bin vollkommen uninteressant. Ich will nur zu dem Punkt dort. Da ist Fertigkeitsherausforderung. Das heißt, ich muss die hier tatsächlich angreifen. Und versuchen, nicht zu sterben. Das ist irgendwie mein Hauptziel gerade.
Das werde ich einfach mal versuchen. Ja, also wenn die einzeln kommen, ist das okay, dann schaffe ich das noch. Aber wenn sie dann zu zweit oder zu dritt sind, ist kacke. Oh, wir haben sogar ein Herzchen hier. Okay, wartet. Ich belebe die am besten wieder, weil die mir helfen können. Ich hoffe, dass sie das dann auch tun werden. Achso, außerdem haben wir täglich Rettungsassistent. So, komm her. Hier. Ich werde die auf jeden Fall immer wieder töten. Warum ist denn der jetzt unverwundbar? Nein, bleibt doch hier, ihr blöden Kinder! Oh. Ah, da ist jemand, der mir hilft. Ah, super, super. Danke, 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 danke. Das ist echt nett und lieb von dir. So. Das ist echt klasse. Mit diesen Meta-Servern, weil sonst triffst du hier wirklich nie Leute. Meta, Mega-Server meine ich natürlich. Geilo. Jo, da können wir das Herzchen ja auch gleich beenden, oder? Finde ich. Ich würde dir helfen da drüben, aber was mache ich jetzt auch? Oh nein! Oh, es gibt gar nichts mehr zu helfen, verdammt. Okay, läuft das mit Wasser besser? Nee, oder? Ich weiß gar nicht, ich nehme wieder Blitz, das war irgendwie cooler. Untersuchen? Ja. Okay. Energieniveau erhöht sich. Soll hier irgendwas zerstören? Golembein soll ich zerstören, okay. Hilft er mir? Ja, er hilft mir! Ja! Ich habe einen neuen besten Freund! Klar bist du schon wieder unverwundbar. Vor allen Dingen bist du gleich tot, weil mein neuer bester Freund dich nämlich zermalmt. Guck mal dort, neuer bester Freund. Du hast dort ganz viele neue Feinde. So, die habe ich jetzt erstmal niedergeschlagen. Mein neuer bester Freund, der ist so toll. Nein, er ist tot! Was ist das denn jetzt schon wieder für ein Scheiß? Echt? Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Oh! Ja, hilf mir wieder. Hallo, neuer bester Freund. Nein, renn nicht weiter, hilf mir. Nein, renn nicht weg. Renn nicht weg, jetzt bist du doch gleich tot. Oh, Gott sei Dank. Ach, Mann, wer bist du denn jetzt schon wieder? Ach, es ist doch immer wieder eine Freude mit dieser Inquestur, ehrlich. Das sind echt die beschissensten Feinde, die man haben kann, wirklich. Ich hasse die einfach nur. Die sind so unlieb, echt. Ich mag die echt nicht. Außerdem wollte ich den hier bloß wieder retzen. Wieder retzen, ja. Wiederbeleben. So, jetzt geh weg.
Jo. Und du bedankst dich bitte bei mir, indem du jetzt bei mir bleibst und mit mir kämpfst. Klar? Ach, du machst auch bloß das Zeug hier kaputt. Ja, sehr schön. Das ist ja super, dass du jetzt wegrennst und mich allein lässt. Es wird ja immer besser hier. Keine Sorge, das hier sehe ich. Da kommen wir von hier aus bloß nicht hin. Oh, was zum Wiederbeleben? Was zum Wiederbeleben? Eigentlich wollte ich ja bloß zum Dings hier, ne? Und dann kam das Herzchen dazwischen. Aber das haben wir gleich. So, den mache ich jetzt auch noch. Untersuchen. Jubeln. So. Ah, oh, nur noch drei Herzchen. Yay. So, und ich wollte jetzt, wie gesagt, bloß zu dem Aussichtspunkt, wo ich wieder mal nicht hinkomme. Okay, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Wo haben wir denn den Aussichtspunkt? Den haben wir da. Kommt man von hier aus vielleicht doch nicht hin? Bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ich töte den jetzt einfach mal, weil da liegen nämlich zwei, die ich wiederbeleben kann. Und wenn der mich von hier oben stört, ist das schlecht. Ich nehme jede Leiche mit, Leute. Jede einzelne Leiche. Aber nicht mich selbst als Leiche, bitte nicht. So. Tägliche Tötung. Cool. Ich habe hier so viel zu retzen, das ist doch schön. Natürlich. Natürlich. Junger Golem, echt. Werde die wiederbeleben, da kannst du machen, was du willst. Nein, du reparierst dich jetzt mal nicht selber. Mann, das dauert aber. So, danke. Kommt her, meine Leichen. Oh, und da ist der letzte, den könnte ich da auch noch gleich wiederbeleben und dann... Genau. Den muss ich jetzt noch töten, Leute. Ich kann es nicht ändern. Guck mal, hier so ein Arbeiter hilft mir sogar. Na los, 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 los. Sterb, 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 sterb. Ich will hier ja endlich meinen Aussichtspunkt haben. Ich bin schon wieder vollkommen woanders. Aber naja, was soll's. Tschüss. Ich bin schon wieder hier. Nein. So. Okay, ich glaube, dann muss ich ja echt raus hier, oder? Ich meine, wenn es hier nirgendwo hingeht, anders. Au. Ich gehe hier auch raus jetzt, echt. Das ist mir hier. Ich renne hier auch rum, so als wäre nichts gewesen, weißt du? Au. Kann ich denn schon was wiederverwerten? Da. Da war ich noch vier Gegenstände. Sag mal, wo renne ich denn heute hin? Was ist denn los? Aua. Ich will doch nur den Aussichtspunkt da haben. Aber wie kriege ich denn den? Ach, da kann ich einfach hoch. Ach, ja, schön. Gut zu wissen auf jeden Fall. Eine reichhaltige Kupfer da, das ist auch immer gut. Also reichhaltig ist immer gut.
So. Toll, und ich mache mir hier so eine Mühe oder sonst irgendwas. Also, hey, und da wir jetzt wieder zum Schluss einen Aussichtspunkt haben, lasse ich euch mit dieser schönen Aussicht alleine. Dann sage ich mal, bis dahin, macht's gut und tschüss.